Grüezi miteinander. Haben Sie heute Morgen auf dem Facebook schon gepostet, was Sie gestern für einen Erfolg haben? Durch Studien weiss man heute, die sich gut verkaufen, meine Damen und Herren, die sind tatsächlich glücklicher im Leben. Ich möchte Monika Cesutti gratulieren, ganz herzlich für die Organisation von dem wunderbaren Swiss Network Day Part 3. Einerseits zu den genialen Referenten auf der Bühne, hochkarätige Vorträge, die man hören konnte. Und die Infrastruktur ist natürlich absolut der Hammer. Und die Möglichkeit, mit verschiedensten Menschen aus dem Business und Privatleben können, zu networken, das gefällt mir extrem. Und ich kann es jedem empfehlen, nächstes Jahr dabei zu sein. Der Swiss Network Day, der heute in Zug stattgefunden hat, hat mich sehr wertvoll gedacht. Auf der einen Seite hat er ihm aufgezeigt, was man vergessen hat, was man wieder an die Hand nehmen sollte. Auf der anderen Seite hat er ihm aber auch in gewissen Aktivitäten bestätigt. Ich bin heute hier, weil ich eine Einladung bekommen habe von der Monika, von der Gründerin von diesem heutigen Anlass. Ich bin eine Unternehmerin hier auf dem Platz Zug und freue mich, über spannende neue Personen kennenzulernen, hier am Netzwerkanlass. Das Thema Selbstmarketing ist für mich noch relativ frisch. Ich habe mein Unternehmen erst seit gut 2 Jahren und verspreche mir, an diesem heutigen Tag neue Inputs zu bekommen für mein Geschäft. Sehen und gesehen werden, das ist ein vielgesagter Spruch. Es ist schön, dass es eine Plattform gibt wie die Swiss Network Days, die wir jetzt heute hier dürfen erleben. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Danke vielmals fürs Dabeisein. Was wäre Business ohne Netzwerk? Darum sind wir heute hier in Zug, am Zugersee, am Swiss Network Day. Treffen interessante neue Kontakte, haben interessante Vorträge und lernen für unser Business einen Haufen Sachen dazu. Glückwunsch und danke den Organisatoren. Wir sind vom Hotel Meierhof und das erste Mal als Kooperationspartner des Swiss Network Day mit dabei gewesen. Und ich kann sagen, es war eine super spannende Veranstaltung. Sehr, sehr viele interessante Interviews gehört, interessante Vorträge gehört und die Musikbegleitung von den Mozart Heroes war einfach fantastisch. Und jetzt genießen wir gerade noch ein kleines Stehdinner und ich sage vielen Dank, dass wir Partner sein durften und ich freue mich schon auf den nächsten Anlass. Ich bin heute an Swiss Network Deco. Erstens, weil ich seit Jahren an den Anlass komme. Zweitens aber, weil mich das Thema Präsenz zeigen sehr, sehr interessiert hat. Es ist elementar wichtig, das Thema, und zwar für Unternehmerinnen und für Selbstständige. Und die Vielfalt, vor allen Dingen an Themen, die heute präsentiert werden an dem Tag, da kann man garantiert Impulse mit teilnehmen. Und das ist der wichtigste Teil. Und der zweitwichtigste ist eben Netzwerke selber. Es ist genügend Raum da, dass man sich mit den anwesenden Teilnehmern, Gästen austauschen kann. Und das ist ein ganz wichtiger Teil. Der dritte Swiss Network Day in Zug im Casino ist zu Ende. Wir haben ein Ziel gehabt, nämlich Frauen und Männer gemeinsam an einem Anlass zu netzwerken. Das Ziel haben wir erreicht. Wir haben nämlich heute 45% Männeranteil, 55% Frauenanteil gehabt. Ich glaube, wir sind einer der ganz wenigen Anlässe in der Schweiz, wo man sagen darf, dass Frauen und Männer wirklich gemeinsam netzwerken. Wir freuen uns darauf, dass wir nächstes Jahr wieder im Casino Zug im September einen Anlass haben werden. Und wir freuen uns auf ganz viele Besucher, die sich diesen Anlass nicht entgehen lassen.